So, hallo. Ein nächster Muskel, letzter Muskel im Bereich Schultergürtel. Der Musculus sternocleidomastoideus, ein Lieblingsname aller Muskeln überhaupt. Ein ganz komplizierter Name, wie es erscheint. Wenn man sich aber tatsächlich einmal anschaut, wie der Name entsteht, dann ist es doch wieder etwas einfacher, sich das zu merken, denn in diesem Namen stecken alle Ursprünge und alle Ansätze. Sternocleidomastoideus, der Muskel kommt vom Sternum, von der Clavicula und zieht zum Prozessus mastoideus. Der Prozessus mastoideus, ich zoome es mal nah ran, das ist dieser dicke Hubbel hier hinten, den man wunderbar auch palpieren kann, direkt hinterm Kiefergelenk, direkt hinter der Mandibula, dem Unterkiefer, haben wir diesen dicken knöchernen Zipfel. Das ist der Hauptursprung und dann verläuft der Ursprung so ein kleines bisschen weiter nach dorsal. Und diese Struktur, die man hier nur ansatzweise erkennen kann, so als eine, hier sind wir, so als eine gröbere Struktur an diesem künstlichen Skelett, das ist die Linea Nuchae. Und dem einen oder anderen wird es da vielleicht auffallen, da gibt es einen Muskel im Bereich Schultergürtel, den haben wir gehabt ganz am Anfang, der liegt auch hier hinten dorsal an der Linea Nuchae nach vorne, das ist der Musculus trapezius. Und wir werden gleich sehen, diese beiden Muskeln, die treffen tatsächlich hier in diesem Bereich an der Linea Nuchae aufeinander und haben dort tatsächlich auch eine Verbindung, eine sehnenartige Verbindung. Genau, so, das ist der Musculus sternocleidomastoideus. Wichtige Aufgabe, wie immer, war ja für die Schultergürtelmuskulatur, den Schultergürtel zu kontrollieren, zu stabilisieren oder zu bewegen. Deswegen hatten wir gesagt, die meisten kommen vom Rumpf und ziehen zum Schultergürtel. Hier ist es aber andersrum. Hier wird tatsächlich der Ursprung am Schultergürtel definiert, Sternum und Clavicula. Und der Muskel zieht zum Hinterhaupt bzw. seitlich zum Prozessus mastoideus. Das liegt daran, dass der Muskel eigentlich weniger den Schultergürtel bewegen kann. Er hat einen relativ schlechten Hebel, weil er sehr weit mittig, sehr weit körpernah bzw. zentral ansetzt und viel eher seine Kraft auf die Beweglichkeit des Kopfes konzentriert. Also Ursprungsbereich diesmal am Schultergürtel, Ansatz am Rumpf bzw. am Kopf. Okay, wollen wir uns doch den Ursprung und Ansatz einmal aufkleben, damit wir das besser sehen können. Und nein, wir fangen nicht mit dem Ansatz an, sondern mit dem Ursprung. Einmal den ersten Ursprung am Sternum. Und den zweiten Ursprung relativ medial auf der Clavicula. Das sind die beiden Ursprünge. Und jetzt kommt der Ansatz. Das Skelett wird etwas gedreht, damit wir den Prozessus mastoideus wieder besser sehen können. Und dann verläuft er so etwas schräg nach dorso medial, Prozessus mastoideus und Linea Nuchae nach hinten oben. Dann kommt der Muskel an. Habe ihn schon vorbereitet. Passt das von der Länge? Ja, das sieht ganz gut aus, was ich da gemacht habe. Und ich fange jetzt tatsächlich einmal an, weil es ein bisschen einfacher ist, vom Ansatz her aufzukleben, weil dieser Muskel ja eigentlich zwei Ursprünge hat. Mehr oder weniger eigentlich auch zwei Köpfe. Die werden jetzt nicht direkt unterschiedlich benannt, aber man kann sie wunderbar tatsächlich auch palpieren als zwei unterschiedliche Köpfe. Und meistens bei vielen Menschen auch, ohne dass man anfassen muss, direkt gut auch sehen. Der war ein bisschen lang, deswegen hoppala, ziehe ich den jetzt einfach mal hier hinten runter, damit wir ihn nicht sehen müssen. Das passt jetzt viel besser. Genau, der sternale Anteil, der Anteil, der vom Sternum kommt, ist tatsächlich auch der Muskelanteil, der wesentlich länger ist. Und der von der Clavicula ist etwas kürzer. Gut, welche Funktion hat dieser Muskel? Kann man eigentlich schon ganz gut sich verdeutlichen, wenn man von vorne auf das Skelett schaut. Denn wenn der Ursprung hier unten liegt, an der Clavicula und am Sternum, und der Muskel von hier aus als Punktum fixum agiert,
kontrahiert, sich die Muskelfasern also verkürzen. Was passiert mit dem Kopf? Der Kopf dreht weg. Also der linke Muskel ist es in diesem Fall kontrahiert und der Kopf dreht weg, er dreht zur rechten Seite. Das heißt, der Muskel führt eine kontralaterale Rotation durch. Der Großteil der Rotation, der findet tatsächlich auch in den Kopfgelenken statt, aber auch wenn der Muskel nicht direkt an der Halswirbelsäule ansetzt, hat er natürlich Einfluss auf die Gesamtdrehung der Gesamthalswirbelsäule. Aber Großteil Kopfgelenke. Was macht der Muskel noch? Vor allem, wenn wir jetzt auch den rechten Muskel hier hätten, wäre das nochmal deutlicher. Ich drehe gerade mal das Skelett, dass wir den Muskel von der Seite besser sehen können. Und da kann man sehr, sehr gut erkennen, dass der Muskel deutlich hinter der Flexions- und Extensionsachse liegt, die ungefähr auf meiner Zeigefingerspitze gerade stehen müsste. Er liegt also hinter dieser Flexions- und Extensionsachse. Das heißt, wenn dieser Anteil hier kontrahiert, das Skelett bewegt sich jetzt leider nicht so gut, dann bewegen sich vor allem die Kopfgelenke in eine Extensionsbewegung. Extensionsbewegung. Also kontralaterale Rotation und Extensionsbewegung in den Kopfgelenken. Das sind vor allem wichtige Funktionen. Die Extension findet vor allem dann statt, wenn beide Muskeln, also der rechte wie der linke Muskel, gleichzeitig kontrahieren. Kontrahiert nur ein Muskel, findet eher die Rotation statt. Gucken wir uns nochmal von vorne an. Was macht er noch? Hat noch eine weitere Funktion. Denn er liegt seitlich der Achse für die Rechts- und Linksseitneigung. Und wenn nur der linke Muskel kontrahiert, dann würde der Kopf tatsächlich zur linken Seite kippen. Kann das Skelett jetzt leider auch nicht. Also Kopf kippt zur linken Seite rüber, wenn der linke Muskel kontrahiert. Nochmal, kontralaterale Rotation, Extension und Seitneigung zur gleichen Seite dann natürlich. Das sind so die direkten Funktionen tatsächlich, die vor allem in den Kopfgelenken stattfinden. Vor allem. Aber, und das kann man wieder von der Seite vielleicht ein bisschen besser erahnen, was würde passieren, wenn der Muskel jetzt richtig mit Schmackes anspannt, viel, viel Spannung entsteht, dann wirkt sich das natürlich auf die gesamte Halswirbelsäule aus. Die gesamte Halswirbelsäule wird dann plötzlich nach unten Richtung Rumpf hin gestaucht. Ja, richtig von oben hin komprimiert in Richtung der Rippen, in Richtung des Thorax nach unten. Und häufig ist es so, dass die Folge dessen tatsächlich in diesem Bereich hier so ein Schildkrötenhals ist. Das heißt, der Kopf wird nach vorne geschoben, es entsteht eine Extension in den Kopfgelenken und hier haben wir tatsächlich eine sehr starke Lordosierung in diesem Bereich hier, der mittleren Halswirbelsäule. Was? Jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Ganz schnell umgekehrt wird im Bereich des cervicothorakalen Übergangs. Da wird die Kyphose größer. Lordose. Wenn ich komprimiere, wird diese Lordose größer. Und hier haben wir eine Kyphose im cervicothorakalen Übergang. Und wenn ich Druck von oben nach unten gebe, wird beides wieder wie so ein Hamburger zusammengequetscht. Upala. Und hier wird die Lordose verstärkt und hier unten wird die Kyphose verstärkt. Dieses Zusammendrücken. Und das ist tatsächlich eigentlich eher eine sehr unangenehme Sache. Also es ist nicht besonders schön. Ja. Okay. Warum erzähle ich das überhaupt? Warum ist das wichtig? Der Muskel ist sehr kräftig. Neben den Bewegungen, die er am Kopf durchführt, ist er durchaus auch noch beteiligt an der Atmung. Zum Teil jedenfalls. Das kann man eigentlich ganz gut merken. Ich lege jetzt mal meine Hände, das können Sie gerne parallel mal machen, meine Hände an diesen Prozessus mastoideus, ne, kann man die Ohrläppchen als Orientierung nehmen und eigentlich direkt schräg hinter den Ohrläppchen liegt dieser Prozessus mastoideus, dicker Knubbel, können Sie nicht verfehlen. So, wenn Sie ein Stückchen unten drunter gehen, das heißt von dem Knochen runter in die Weichteile reinpalpieren, Kopf erstmal ganz entspannt hinsetzen, hinlegen, hinstellen und dann mal richtig, richtig tief einatmen. Dann werden Sie am Anfang noch nichts spüren, aber ja, nach einem Dreiviertel der Einatmung und spätestens dann, wenn Sie mal richtig feste durchziehen, einatmen, werden Sie plötzlich spüren, bumms, da kontrahiert so ein richtig dicker, fetter Muskel. Das ist der Musculus sternocleidomastoideus. Es ist eigentlich ein Atemhilfsmuskel. Vor allem, wenn wir richtig tief durchatmen müssen oder wenn wir Luftnot haben und richtig energisch nach Luft saugen, dann hilft dieser Muskel mit. Er hebt dann in dem Moment den Thorax an.
Punctum fixum und Punctum mobile versuchen sich zu vertauschen. Ja, weil wir so viel Luft brauchen, will er unbedingt mit unterstützen. Er zieht den Thorax mit nach oben. Das hat dann aber die Folge, dass wir natürlich mehr Druck wieder von oben bekommen und der Kopf häufig in diese Position runtergeschoben wird. Diese komische Bewegung. Das wird symptomatisch, vor allem bei Patienten, die eine chronische Atemwegserkrankung haben, die viel und häufig tatsächlich diese Atemhilfsmuskulatur benutzen müssen. Und das kann wiederum Folgen haben. Also wenn wir das jetzt mal weiterdenken, ein Muskel, der hier permanent angespannt ist, uns in diese Position reinbringt, der bringt Druck auf die mittlere und auf die untere Halswirbelsäule in Lordose und Kyphose. Die Gelenke werden dauerhaft komprimiert, auch die Kopfgelenke kommen stark unter Druck und das kann zu symptomatischen Folgeerscheinungen, zu Blockaden, zu Überbelastungen, zu Reizungen der Gelenke führen. Das kann in diesem oberen Bereich tatsächlich dazu führen, dass kleine Nerven komprimiert werden. Hier laufen suboccipitale Nerven lang. Das kann zu Kopfschmerzen führen. Also dieser Muskel tatsächlich kann Einfluss haben auf viele Bereiche der gesamten Halswirbelsäule. Zudem ist es so, dass die Kopfgelenke sehr stark tatsächlich auch mit dem vegetativen Nervensystem in Verbindung stehen. Und auch da kann der Muskel sehr, sehr viel Einfluss haben. Das heißt, er kann vegetativ dafür sorgen, über zu viel Spannung und zu schlechte Durchblutung, dass wir vegetative Symptome bekommen. Übelkeit, Schwindel, Blockaden, Hypertonus und so weiter. Okay, kommen wir mal zum eigentlichen Muskel zurück, denn wir sind ja hier bei Anatomie eigentlich. Wir wollten noch ganz kurz darauf eingehen, dass der Muskel ja hier hinten eine Verbindung hat. Den müssen Sie sich jetzt nochmal vorstellen. Der Musculus trapezius, der hier eben auch in der Linie Nuca hängt, hat hier diese ligamentäre, diese sehnenartige Verbindung zum Musculus sternocleidomastoideus. Und es gibt noch eine Gemeinsamkeit zu diesem Musculus trapezius und das ist die Innervation. Das Besondere ebenfalls an diesem Muskel ist, dass der durch einen Hirnnerv innerviert wird. Das ist der 11. Hirnnerv, Nervus accessorius. Also ein Nerv, der gar nicht aus der Halswirbelsäule kommt, sondern direkt im Gehirn entspringt, dann natürlich aus dem Schädel heraustritt und dann diesen Muskel versorgt. Zudem wird der Muskel innerviert vom Plexus cervicalis, von direkten Ästen der Kopfgelenke C1 und C2. Okay, das ist ein langes Video geworden. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis später.